Moin moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 13. Wie immer mit den üblichen Leuten, Fang Hope, Lightning und mir, dem Jay. Wir sind jetzt endlich aus diesem Stollen scheinbar raus und auf dem Weg Richtung Urba, beziehungsweise wir sind aus dem, wir sind jetzt auch durch die Quelle dadurch. Die Froschviecher sind auch hinter uns gelassen. Und da vorne sieht es doch nach was Neuem aus. Schauen wir mal nach, wo wir denn dann landen. Wie sieht das aus mit dem Kristallium, Kristallpunkten? Haben wir nur 22.000, da muss ich das jetzt nicht extra für benutzen. Ein Bellekön liegt hier mal so rum, das nehmen wir doch mit. Das ist egal, eine Kristallträne. Cool. Haben wir schon eine von Sarah. Wofür brauchen wir denn so viele? Mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Aha. Direkt schon mal hier richtiges Setting. Anderes Setting. Hier sieht es irgendwie düsterer aus. Oder so Canyon-mäßiger vielleicht sogar. Ich mir jetzt mal so angucke. Gut, Canyons sind wir ja schon krass gewöhnt. Aber das sieht hier doch arg irgendwie nach. Puh. Grand Canyon. Also was ist das denn? What the fuck ist das? Werf mal einen Blick dort drüber. Okay. Was ist das? We get through there and we'll be in Abba. You're almost home. Yep. Doesn't exactly look like it's gonna be a leisurely stroll. So we just head through this foul sea's lair to get to Erebo, right? What's another foul sea at this point, huh? Ja, das wird doch ein Spaß, oder? Das stelle ich mir jetzt ja wunderbar spannend vor. Oh, was ist das? Krass, eine Falsi-Statue. Die gibt's wieder? Finde ich super. Bitte was? 20 späte Reue, okay. Da fehlen irgendwie ein paar. Haben wir wohl doch ein paar ausgelassen, oder wie? Goblinmeister. Ort Tejinturm, große Steilwand, Klasse C. Als mein Alter verkündet hat, dass er uns verlässt und sich auf Reisen begibt, habe ich ihm eine Tracht Prügel verpasst. Ohne sich zu entschuldigen, ging er fort. Später fand ich heraus, dass er zu einem Kristall geworden war. Es schmerzt, wenn ich daran denke, dass ich nicht einmal versucht hatte, sein Leid als Lissi zu verstehen. Jetzt tut es mir leid und mir bleibt nur eine Möglichkeit. Ich muss den Goblinmeister am Tejin-Turm vermöbeln, damit ich mich irgendwann, wenn wir beide wieder aufwachen, bei meinem Alten entschuldigen kann. Ja, machen wir das doch. Klasse C. Kriegen wir vielleicht hin. Goblinmeister hört sich ein bisschen an wie das Pendant zur Munchkin-Diva. Datenlog gibt's nix. Ah, wahrscheinlich können wir gleich eine Ecke zu irgendwas vorlesen. Zu dem riesigen Ding. Zum Falsi oder sowas. Was haben wir denn hier? Das sieht irgendwie nicht so aus wie die anderen Leo-Archees. Managam. Okay, das ist auch was anderes. Schauen wir mal. Toxinschnauf. Okay, hat sich schon mal. Einfach nur an wie die Weiterentwicklung von den Wölfen. Ja, finden wir schon mal heraus dazu. Blitzfall. Ist das eine Blitzattacke jetzt gewesen oder was? Da müsste ja Wasser doch gut sein dagegen, oder? Ah, haben wir noch nicht herausgefunden. Was genau wir jetzt da einsetzen sollten. Aber da will ich jetzt auch keine Metapunkte für so ein eines Kackfieder benutzen. Blitzfall. Ah, schon wieder. Ah, okay, es heilt sich schon mal mit Blitz. Versucht sich ein bisschen halbwegs zu heilen. Aber ne, nix da. Ja, 1900. Für ein Vieh. Schon nicht schlecht. Hallo. Next, please. So. Mr. Managam. Wir haben immer noch nicht herausgefunden, was genau ich auf dich mal auf dir machen muss, oder? Genau. Ich bin aber noch dafür, dass wir da Wasser draufhauen.
Alter, Morbid jetzt drauf und was ist das andere? Aua! Ja, die sind gar nicht so ungefährlich, die Biester. Habe ich so das Gefühl. Hydroschlag, Aqua, Hydroschlag. Haben wir doch fast gedacht. So, machen wir Hydroschläge, was das Zeug hält. Und dann haben wir auch die Schwächen dafür. War das Fluch? Ich glaube, dies war gerade das Zeichen für Fluch, oder? Das ist Morbid jetzt, was dann auch auf Fang war. Aber ich muss da echt, ich komme da jetzt immer noch nicht drauf klar zu 100%. Ich verwechsel die immer wieder. Aber ich überlege gerade, was der andere, was ein anderes für Bild für Fluch sein sollte. Und das gibt es halt nicht. Meines Erachtens. So. Der Turm sieht ziemlich crazy aus. Vor allem, er sieht ja auch verdammt hoch aus und irgendwie ein bisschen kaputt. Na, schauen wir mal. Sieht irgendwie auf jeden Fall, ich finde, es sieht ein bisschen episch aus. Komm her. Next. Kennen wir dich schon? Ah ja, dich kennen wir doch schon. Anispa, blub, blub. Da hat man ja mal ein bisschen Augmentor draufgehauen. Das waren das Elektroschläge, ne? Ne? Ja. So. Haut nämlich schön Schaden. Oh Mann. Muss das sein? Aua. Ach du Arschloch. So. Kann nicht wahr sein. Dass ich hier anmaßt, hier irgendwas zu machen. Oh, fressen ist nicht cool. Oh, gut, dass wir das zufällig auf Hope gemacht haben. Das war ein bisschen lucky. Boah, die Heilung ist echt für den Arsch. Die da von der guten alten Lightning kommt. So, oh, zaubern kann er nicht mehr. Oh, das ist aber traurig. So, das war's dann aber jetzt auch. Boah. Ich überlege halt immer noch, ob mich auch Sinn macht. Ein bisschen hier Brecher, Manipulator und Augmentor zu machen. Oder Verheerer. Obwohl, ne, Brecher ist besser. Nur welches mache ich dann weg? Das vielleicht? Gucken wir das mal an. Gehen wir mal weg davon, unserem Standard-Scheiß. Ein bisschen experimentieren geht ja auch mal ganz gut klar. So, ich will jetzt hier aber in dieses Riesentürmchen rein. Eieiei. Ui, guck an. Hier haben wir ja schon unseren Boss. Krass. So früh schon. So, Rachekampagne. Go, go. So, worauf gehen wir denn dann? Auf die Munchkin-Diva erstmal. Erstmal auf die kleinen Viecher. Beziehungsweise auf die schwächeren Viecher. Ich hoffe mal, dass das gut ist. Dass das sinnvoll ist, was ich jetzt mache. Sonst haben wir halt Pech gehabt. So, jetzt kriegen wir erstmal schön Buffs drauf. Gommelnschläge, aua. Reicht. Warum denn immer auf die armen Lightning? Krass. Ich glaube, die macht schon relativ viel Schaden. Aber irgendwie hilft hier gerade unsere Manipulatorfrau nicht so viel. Kommt da nicht auch noch mehr? Aha. Munchkin-Diva, next. So, jetzt haben wir gleich durchgebufft. Dann können wir gleich mal richtig Schaden raushauen. Und ich hoffe dann auch genug an bösen Manipulationen drauf. So.
Heilen wir einmal kurz durch. Ups. Was mache ich denn da jetzt? Ah, scheiß drauf. Da brauchen wir hier Eis und... Okay, Eis. Ah ne, wir müssen auf den Meister jetzt gehen, ne? Analyse vom hässlichen Meister. Was kann er denn? Oh, der kann alles. Magie. Wie ist denn das mit den Viechern? Ach, bei denen ist das auch egal. Dann auf den Goblin Meister wieder. Nein! So. Hopp. Ja toll, jetzt ist der natürlich super geil da am Rumstehen. Komm, gib dem Meister jetzt hier. Was macht denn Hope da jetzt? Gar nichts? Warum steht denn der da so dumm? Ach, ich hab Heiler drauf. Ups. Hat schon alles hochgeheilt, ey. Und ich mecker auch noch, ey. Cool, dass es jetzt doch wieder hier dann die Dinger gibt. Dann brauche ich mich ja doch nicht so fertig zu machen, wie ich das eigentlich erst gemacht habe. Bezogen auf diese Scheiße, dass die ganzen Thief-Statuen da noch deaktiviert waren. Da hatte ich echt ein bisschen Schiss. Ach, da lebt wieder Goblin-Meister. Oh Mann. Komm, jetzt mach ich den einen Goblin da platt. Alter! Hallo? Was war denn das jetzt? Wo kam denn der Schaden plötzlich her? Hä? Das war jetzt echt ein bisschen schockierend. Der Schaden. Okay, es wird wieder eine scheiß Bewertung sein vom Kampf, aber es ist jetzt mir auch mal relativ latten. So. Hauptsache, wir besiegen sie. Dann kriegen wir nämlich die Belohnung und wir kriegen unsere Sea-Statuen. Nachsetzen. Jawohl. So. Na, jetzt greift sie wieder nicht mit Ruin an. Ruiga ist dann quasi der Flächenschaden, vermute ich mal, ne? Na, ja, kann man wohl stark vermuten. Ja, war scheiße, ich weiß. Ich geb's ja zu. Egal. Rosenspat, toll. Brauchen wir nicht. Na, das war tatsächlich ein Teleport-Ding. Nice. Super. So, wieso kommen denn Feng und Hope uns hier entgegen? Egal. Who the fuck cares? Ui. Das ist der Eingang. Ist bewacht von dem Manangas. Magangangas. Managastas. Sind die eigentlich geschwacht gegen irgendwelche Manipulationen? Schwächt die elementaren Resistenzen? Naja. Keine Ahnung. Hm, sieht ja schon mal behindert aus. Mit den Resistenzen, die da jetzt herabfallen. So. Hydroschlag. Oh, und Heilung. So. Ei. Die vier sind übel. Mit diesen ganzen Manipulationen da, den ganzen Debuffs. Das ist echt ätzend. Da geht selbst die. Da geht die PlayStation ein bisschen in die Knie. Aber wir haben ja sogar Blitzschutz drauf. Aber hilft uns natürlich nicht viel, wenn wir auch noch Mobit haben und früh. So. Next. Jetzt greifen die auch noch langsamer an. Der Gemach hat schon mal super funktioniert. So, komm, jetzt machen wir da Schaden raus.
Das Bild ist eher weiß als sonst was. Farbig. Er wird getränkt. Prüfung Seepferdchen, Managam. Los. Schaffst du es oder schaffst du es nicht? Ich denke nicht. Yippie. Nee, Moment, da lang müssen wir. So. Die Minen von... Nicht Moria, sondern... Puls. Ui. Okay, direkt neue Musik. Irgendwie sieht das hier so ein bisschen verschwommen aus. Sieht aber ein bisschen crazy auch aus. Und die Luft hier gefällt mir nicht. Ich werde den jetzt hier schon wieder einfahren lassen. Oh, das sieht groß aus. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert denn jetzt. Der Taejin-Turm. Grand Pulse. Them, could it? I don't know. It's weird, like voices in my head. I hear it. Your presence here draws the tyrant's gaze. Leave this place at once. We can't leave. This is the only way for us to get through. Please, help us. As you wish. Look for us, and the way will open. Hmm. That was easy enough. You never know. Could be a trap. Could be. Don't see no stairs, though. Do you? Nope. This is our ride. Bumpy or not. Ja. Sehr schön. Das hört sich doch alles gut an. Irgendwelche Statuen, die rumgrummeln. Neue Daten erhalten. Datenlog, Regionen und Einrichtungen der Taejin-Turm. In grauer Vorzeit errichteten die Falsi den gewaltigen Taejin-Turm. Der Grund seiner Entstehung ist unbekannt, doch es könnte ein Versuch der Falsi gewesen sein, auch den Himmel über Grand Pulse als Lebensraum zu erobern. Welche Absicht die Falsi auch ursprünglich verfolgt haben mögen, nun liegt der Turm umgestürzt da nieder und dient dem Falsi Dahaka als Ort. Hort, nicht Ort. Damit er seine ganz vielen kleinen Dahakas rausballern kann. Yippie. Okay, deckt mir den Rücken, sagt er. Was hat denn hier? Warum sind die so gelb? Oh, hier sind Gegner. Ja, wir laufen hier erstmal eine Runde davon. Das sind Bellekes. Komm her. Die Managams können ja nichts. Zum Glück. Da war ein fieser Toxinschnauf. Lass das sein. Pfui ist das. Blitzfall. Besser als Reihenfall, ne? Boah, 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 boah. Dudum. Heute spiele ich wieder das erste Mal DayZ mit. Nachher. Ist gleich eine Aufnahmesession. Freue mich schon drauf. Bin mal gespannt. Also die Standalone auch. Bin mal echt gespannt, was das Spiel so kann noch. Ob es mich wieder anfickt oder nicht. Einfach mal ein Versuch. Wert. Ist ja eine Menge passiert. Vor allem ist es jetzt keine Mod mehr, sondern wie gesagt Standalone. Und ja, mal schauen. So, wir laufen jetzt hier einfach mal eine Runde drumherum und gucken, ob hier noch was versteckt ist. Außer diese Managams. So toll sind die auch jetzt nicht. Dagegen zu kämpfen. Ach, guck an. Da ist noch was hinter versteckt. Eine 12 Reißzähne.
Das ist doch fein. Hallo. Dum, 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 dum. So. Ne, Toxin-Schnauf. Oh, das ist so nervig. Ohne Scheiß. Ey, vor allem tötet das den direkt. Nicht verarschen? Ist doch scheiße. Medica. So, weiter geht's. Jetzt machen wir den Managami aber wirklich gar aus. So ein bisschen noch Protest drauf. Okay, oder natürlich Ad Aqua. Ist auch gut. Aber eigentlich können wir auch Vallum drauf haben. Also Schutz vor Zauber. Na, erstmal gucken. Erstmal werden wir jetzt hier richtig gebufft. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ah, noch können wir das überleben. Eigentlich reicht es auch schon fast. Wir viel setzen und werden uns, wird er uns auch nicht mehr entgegengesetzt. Jetzt sollten wir einmal heilen. So. Aber man merkt auch schon, dass durch die Magie von Hope einfach nur die Heilung so unfassbar viel stärker ist, als die von Lightning. Das ist schon krass, der Unterschied. Der ist richtig krass. Hm, krass. Sogar 5-Sterne-Wertung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dachte die, ja, ich bin als gewohnt, diese kleinen Leos platt zu machen. Die können ja nicht so viel. Oh, was ist das denn? Ach so, das ist der Eingang. Ah, ich verstehe. Da vorne ist noch ein Belligen. Ganz schön groß hier. Klick. 4721 Gil erhalten. Ja. Nehme ich gerne mit. Da sage ich nicht nein zu, ne? So, dann mal ab nach oben. Betätigen. Ja, so einen voll alten Ebene 2, so einen voll alten Griff. Ist jetzt wie Zelda. Gibt's auch diesen Prüfungsturm. Könnte man sich schon so, vielleicht ist halt ja sowas. Keine Ahnung, denken. Lol, wie geil. Mit so einer geilen Höhenanzeige. Schick, schick, schick. Wie der Fahrstuhl sich da wohl dran hält. Das ist eine gute Frage. So, Ebene 2. Oh, was ist das wieder? Jetzt kommt hier wieder irgendeine Zwischensequenz. Ah, hallo. Der ist nicht freundlich. Der ist nicht wirklich freundlich. Some kind of trap. Um ihre Reise fortzusetzen, müssen die Gefährten Missionen für die 3 Steinwächter, die hier auf der 2. Ebene des Turmes zu finden sind, erfüllen. Ohne die Mission zu erfüllen, ist ein Weiterkommen nicht möglich. Okay. Dann werden wir mal Missionen erfüllen, indem wir erstmal unser Kristarium erweitern. Brecher. Hatten wir auch alles fertig, ne? Tja. Ja, wenn der Heiler eh schon nichts hat. Magie. Vitra. Da kann ich auch genauso gut weiterleveln. Scheiß auf das Vitra da oben. Dann kann ich ja erstmal jetzt hier unseren Verheerer und Brecher hochmachen. Okay, machen wir das doch. Das sind ja die gleichen Stats.
Nur da müssen wir, da können wir dann direkt neu skillen. So, aber wie machen wir das bei dir? Verheerer natürlich noch weiter. Da fehlt ja noch ganz viele Fertigkeiten. Die Kampfeslust zum Beispiel. Bei einem hohen TP-Wert werden ausgeführte Angriffe mit erhöhten Serienboni belohnt. Ja, gut, dass wir nie einen hohen TP-Wert haben mit dem Herrn Hope. 829 Magie. 851 Magie. Leck mich fett. Das ist schon ein krasser Wert. Manipulator. Da müssten wir jetzt D-Fall und D-Protis kennen. Lernen. Jawohl. Nice. So, jetzt sind wir vom Prinzip hier auch fertig. Aber hier ist nochmal fett Angriffskraft, die einem dazu kommt. Und das ist echt nicht wenig. Okay, mal überlegen. Was sagt denn der Verteidiger? Das würde ich wahrscheinlich als nächstes machen. Kann ich natürlich auch nochmal sowas machen. Das ist ja auch nicht wenig, was da noch dazu kommt. Was gibt es denn hier auch? Ziemlich viel Angriffskraft. Ein Accessoire. Ja. Erstmal hier die Fertigkeiten. Da machen wir jetzt erstmal einen Verteidiger weiter. So. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Okay. Hallo. Oh. Die Viecher sind, das sind ja die Üblen. Hä? Wieso gehen die denn so schnell drauf? Alter, widerstehen allem. Geht das noch? Und wie sieht das jetzt aus? Ah, jetzt ist es normal. Ja, dann mal drauf da. Krass, ich kriege ja voll Schaden. Hä? Die wirklich so stark, wie ich erst dachte? Also wir wurden jetzt ja auch nicht sicherlich so gebufft, dass wir jetzt plötzlich so unfassbar viel mehr Schaden machen. Würde mich doch arg wundern. Sind einfach nur geile Tiere scheinbar. So. Ist krass, dass Hope noch so viel ein Verheerer lernen muss und halt noch so viel ein Verheerer lernen muss. Das verstehe ich nicht so ganz. Weil eigentlich sind ja Manipulator. Da haben wir jetzt schon bei Lightning und Hope mit bei Lightning und Fang mit dem dritten angefangen. Bei Fang sind wir noch mittendrin im zweiten. So. Ach lol, das sind wie Seath-Statuen, okay. Gigatine, Teijin-Turm, zweite Ebene, Klasse C. Höret ihr, die ihr Mut im Herzen tragt. Ist euer Weg versperrt, so suchet uns. Meine Kräfte sind entschwunden, geraubt von einer Gigantine. Findet und strafet sie. Erlöset uns drei Hüter hier auf der zweiten Ebene. So soll der Weg frei sein. So, wo ist denn das Vieh? Ah ja, oben. Dann ab nach oben. Wum. Wum. Finde ich eigentlich ganz cool. Das ist echt wie so ein Prüfungsturm. Gefällt mir vom Prinzip her eigentlich ganz gut. Na komm, wir lassen das trotzdem mit dem Verheerer, Verheerer und Brecher. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, dass ich da Wasserattacken drauf machen muss. Ich wusste es gerade nicht mehr, da wollte ich jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Hydro-Schlag. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass es doch echt schneller geht, wenn wir da unseren Augmentor drauf haben. Ja, manchmal denke ich mir das dann halt genau auch andersrum. Also ich weiß es echt nicht. Vielleicht ab einer gewissen Zeit. Ab einer gewissen Gegnerzahl lohnt sich das vielleicht dann. Das ging jetzt schon schnell. Mit zwei Verheerern. Gut.
Damit ist die Zeit auch wieder rum. Ich bedanke mich wieder einmal fürs Zusehen. Nächste Folge machen wir dieses Riesenfieder platt. Das sieht ein bisschen crazy aus, wie so ein Riesen-Oktopus als Matschform. Auf jeden Fall, bedankt fürs Zusehen, haut rein. Bis dann, tschüss.